Wir sind heute in Innsbruck im Stadtteil Hungerburg und dürfen euch hier eine wunderschöne Penthouse-Wohnung mit einer traumhaft schönen Lage präsentieren. Der Ausblick ist unverbaubar, also viel toller, glaube ich, kann man in Innsbruck nicht wohnen. Einmal schauen wir da jetzt auf die Stadt Innsbruck runter, also wie ich schon gesagt habe, wir schauen da auf Bäume, Sträucher runter, also einmaliges Panorama. Und wie ihr hier seht, wir haben natürlich den Vorteil, wir schauen Richtung Süden. Wir haben von der Früh bis die Sonne untergeht, haben wir Sonne. Also das muss man auch zuerst einmal haben. Ja, wir haben ein paar Rohmetzer. Die Penthouse-Wohnung tut sich über zwei Ebenen erstrecken. Wir haben jetzt da einmal Terrasse. Besonderheit auch, wir haben Terrassen in alle vier Richtungen. Also man kann sich dann aussuchen, einmal rund ums Haus und beide Ebenen haben wir es. Dann, hier schauen wir auf Hafelekar und Seegrube, unseren Hausberg von Innsbruck. Also Panorama ist natürlich schon herrlich. Ja, dann eine großzügige Terrasse, wenn wir das einmal draußen sehen. Von rund natürlich uneinsehbar. Draußen zum Sonnen, Grillen, für schöne Tage bzw. Abende. Ja, kann was. Man muss es halt draußen dann gestalten, wie man möchte. Dann schauen wir weiter. Ich zeige euch einmal jetzt kurz heraus und dann gehen wir in die Wohnung. Wir haben da herüben, wie ich schon gesagt habe, Balkon und dann zieht sich das einmal komplett herum um die gesamte Wohnung. Jawohl. Und dann hier auch nochmal. Nordseitig geht es dann weiter. Ja, nordseitig, den werden wir wahrscheinlich am wenigsten nutzen, den Balkon, aber wie ich euch versprochen habe, auf alle vier Seiten drüben die große Terrasse und da die Balkone. Da auch wiederum wunderschöner Ausblick auf Innsbruck und dann Bad Schakofel. Also wie gesagt, man sieht alles, gell? An innen runter und natürlich das Wetter tut heute natürlich den Rest, gell? Dann, wie gesagt, Terrasse haben wir jetzt gesehen, dann schauen wir in die Wohnung rein. Wir sind jetzt hier im OG und das OG haben wir so aufgeteilt, das wäre jetzt das Schlafzimmer. Da ist immer ein Doppelbett gestanden, man sieht es, großer, schöner Kasten und wie gesagt, da hat man natürlich eine herrliche Aussicht. Wenn man aufsteht, kommt schon die Sonne rein und da geht es dann unter. Also schönes Schlafzimmer mit viel Platz, man kommt von da direkt auf die Terrasse raus. Dann Badezimmer auch gleich anschließend mit Badewanne, Fenster natürlich zum Lüften, Waschtisch und WC. Also alles, was man braucht, ist vorhanden, ist auch wiederum sehr praktisch. Dann gehen wir die Treppe runter. Das ist jetzt dann EG. Und hier starten wir im offenen Wohnbereich. Ja, schaut es euch an, also mit dem Platz haben wir hier auch wiederum nicht gespart. Eine große Couch hat hier Platz, da ist dann der Fernseher angeordnet. Das kann man sich natürlich dann, das gestaltet sich jeder, wie er möchte. Aber wie man sieht, man hat da schon schön Platz. Dann Badezimmer Nummer 2 mit Dusche und Waschtisch-WC. Auch wiederum mit Fenster. Jawohl. Genau. Dann haben wir viel Stauraum, das hat man ganz geschickt gelöst, ich zeige euch das mal. Unter der Stiege haben wir überall Kästen, toll gemacht. Dann haben wir hier, das hat man, der vorherige Besitzer hat auch nicht mehr großen Schrankraum gehabt. Das wäre aber für mich das perfekte Gästezimmer, wenn der Schrank rauskommt, da der schönes Bettplatz und ein kleinerer Kasten oder auch ein für ein Büro ideal. Wenn wir hier rüber gehen, ist Eingangsbereich auch wiederum, wie sich es halt durchs ganze Haus durchzieht. Man hat für die Schuhe Platz, Jacke, Mäntel, da kann man alles reingeben, also großzügig alles, wie es halt sein soll. Dann, wenn wir hier rüber gehen, ich zeige euch da nochmal die weitere Terrasse. Da haben wir jetzt auch nochmal, also wir sind jetzt im EG und haben nochmal die gleiche schöne Terrasse wie oben.
Richtung Süden. Ja, was sagt's? Ah, herrlich, gell? Also wie gesagt, man kann es dann aussuchen. Da haben wir jetzt Richtung Südwesten. Entweder nutzt man die obere Terrasse, wo man oben gleich gesehen hat, oder unten. Das kann man ja dann immer selber entscheiden. Oder je nach, wie es einem halt gefällt. Dann schauen wir weiter. So, da. Jetzt kommen wir zur Küche und zum Essbereich. Ja, hell, lichtdurchflutet, was möchte man mehr? Also wie gesagt, Küche ist komplett ausgestattet mit allen Geräten. Man hat genügend Arbeitsfläche, schöner Essbereich. Da auch wiederum, den werden wir sich auch wieder so gestalten, wie jeder möchte. Aber man hat Platz für die Familie, wenn man Freunde einlädt. Also von dem her alles perfekt. Und natürlich auch wiederum Fensterfronten. Man kann es natürlich mit dem Plissé zumachen, aber von unten ist es ja uneinsehbar. Also deswegen, das ist eher, dass man es, wenn es halt so sonnig ist, aber das war's schon. Und dann zu guter Letzt, natürlich haben wir hier auch nochmal eine Terrasse Richtung Osten. Ja, was gibt's herrlich? Also wenn man in der Früh schon rausgeht und die Morgensonne genießen kann, da könnte ich meinen ersten Kaffee trinken draußen, vielleicht ein kleiner Essbereich heraus, ein Tisch mit ein paar Sessel, und dann schaue ich schon mal Richtung Osten und auf Innsbruck runter. Ja, so war die Terrasse Richtung Osten, und dann schauen wir wieder in die Wohnung rein. So, da. Ja, dann haben wir hier zu guter Letzt, dass wir das auch gesehen haben, einen Abstellraum. Da hat auch alles Platz, Waschmaschine, Trockner, wenn es ist, alles, was man halt so an Sachen zu verstauen hat. Jawohl. Können wir alles unterbringen. Und dann fasse ich die Wohnung gerne nochmal zusammen. Machen es da nochmal zu. Wir haben insgesamt 103 Quadratmeter Wohnfläche, aufgeteilt über zwei Ebenen. Dann haben wir im Erdgeschoss und im Obergeschoss jeweils Terrassen und Balkone mit 105 Quadratmetern. Also wir haben gleich viel Terrassen- und Balkonflächen wie Wohnfläche. Weiters gehört zu dieser tollen Penthouse-Wohnung zwei Carport-Stellplätze und ein Kellerabteil. Wenn wir Interesse zu dieser tollen Wohnung in Innsbruck auf der Hungerburg geweckt haben, freuen wir uns wieder auf Ihren Anruf oder auf Ihr E-Mail.